Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer. Ihr seht ein neues Spiel, nämlich League of Legends. Ich nutze dieses Video für ein paar Ankündigungen und Informationen, wie es mit meinem Channel jetzt so weitergeht, weil ihr schon lange nichts mehr direkt von mir gehört habt, sondern immer nur meine Spiele gesehen habt. Wie ihr bereits gesehen habt, ich sag so viel, ist Hearthstone mittlerweile auch ein Teil meines Channels. Und es gab ein kleines Turnier mit dem Protipus LP und dem Cassini TV. Das war ganz lustig. Ich habe zwar leider verloren, aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Wir haben auf jeden Fall auch dort geplant, mal ein Zufallsturnier zu machen. Das heißt, alles random und nicht so constructed, wie die Decks damals waren. League of Legends spiele ich jetzt seit einer Woche ungefähr vermehrt mit meinen Freunden. Und weil ich so häufig spiele, bietet es sich meiner Meinung nach an, dass ich es aufnehme, weil es sonst einfach verschwendete Freizeit ist und ich nicht noch mehr Zeit habe, irgendwas anderes zu spielen. Deswegen wird jetzt League of Legends, Hearthstone und auch noch Divinity Original Sin jetzt Teil des zukünftigen Sendeplans. Guacamelee, dass ich zusammen ja mit Flink bzw. Lukas spiele, wird auch noch fortgesetzt, aber der ist momentan leider so verplant, dass das relativ schwer wird in der nächsten Zeit. Sobald er wieder kann und ich auch natürlich dann Zeit hat an dem Tag, werden wir natürlich sofort wieder was aufnehmen und ihr werdet neue Folgen kriegen, denn wir können ja nicht dort in diesem Hotel Tower stehen bleiben. Ich bin sehr glücklich gerade, dass sie so ultra lange mit dem Laden dauert, denn so kann ich euch viel erzählen. Nur, ja, was erzähle ich euch jetzt? Mir ist gerade meine Kopfhörer kaputt gegangen, die hängen mir so halb acht über dem Kopf. Und die Spiele, die ich hochladen werde, das werden natürlich nicht nur Wins sein und natürlich auch mal ein paar Loses dabei. Ich möchte sagen, ich bin kein Profi. Die Profis spielen mit mir mit. Also gut ist zum Beispiel der Thomas bzw. Tarp, mit dem ich spiele, oder Spike bzw. Chris. Die sind leider heute alle nicht da. Aber in dem nächsten Video, was ich hochladen werde, sind wir zusammen. Und Flink, also Lukas spielt auch mit. Ich habe jetzt hier die Nunu. So ein kleiner Yeti mit einem Bimbo auf dem Kopf. Und muss überlegen, was ich skillen werde. Ich spiele auf Aram. Das bedeutet All Random, All Middle. Also alle Helden, die man zur Verfügung hat, daraus wird er zufällig ausgewählt. Und wie ihr seht, hat es bei mir nur erwischt. So. Das ist die schnelle Variante von League of Legends. Das heißt, wir müssen die Türme zerstören und schließlich ihre Basis. Normale Spiele werden auch hochgeladen werden, aber im Moment, wenn ich alleine bin, lohnt es sich meiner Meinung nach mehr. Ups. Lohnt es sich meiner Meinung nach mehr ein schnelles Aram zu spielen. Hoffentlich geht's schnell. Ich habe auch schon mal eine Stunde lang Aram gespielt. Also in der Regel dauern die Spiele so knapp 25 Minuten. Ich habe, wie gesagt, aber schon längeres erwischt. Oh Mann. Und ich komme nicht so richtig zu Potte hier. Ich muss auch kurz was einstellen. Jetzt habe ich den Smartcast angemacht, jetzt muss ich nicht noch klicken, wenn ich E drücke, sondern muss ihn einfach nur anvisieren. So, wollen wir mal hier so einen Typen pressen. Kriegen natürlich gleich einen Silence ab. Ja, in meinem Team muss ich noch sagen, ist Lissandra, Vayne, Nami und Ryze. Nami ist ein Supporter mit Heilung und Crowd Control. Lissandra kann slowen, ich kann slowen und ich bin eigentlich eher tankig. Aber im Moment fehlt mir halt noch das Leben dafür. Wir haben im Gegnerteam Vayne. Ne, gar nicht. Vayne ist ja bei uns. Ich meinte Malazar, der da im Gebüsch hockt und die ganze Zeit Schaden auf uns macht. Fiddlesticks als fetten DD und Jax als Abräumer, auch DD. Und zwei Tanks. Hecarim und Braum als Gegner. Ja, natürlich hier den kleinen Bogo füttern. Das ist ein kleines Gimmick. Ja, im Moment sieht es nicht so gut aus. Dadurch, dass die relativ stark sind.
beziehungsweise sehr, sehr aggressiv pushen können, wegen ihren zwei starken Tanks. Zumal jetzt, wir spielen von oben. Das heißt, in unserem Team ist auf jeden Fall, soll wohl nach dem Matchmaking ein starker Mitspieler sein oder ein hochgerankter Mitspieler. Was aber für uns bedeutet, dass wir es insgesamt schwieriger haben, weil aus dieser Perspektive, man kann ja leider nicht die Kamera drehen, ist es schwieriger, weil wir weniger sehen, als wenn man jetzt von unten nach oben spielt. Ich komme da nicht ran, ey. So, das war geil, aber. Kann leider nur den einen freezen. Jetzt muss ich mal die Gruppe ein. Ich komme da nicht ran. Nee. Mann. Fiddlesticks ist fies, weil er die ganze Gruppe silenzen kann. Das heißt, man kann nicht casten in der Zeit. Und Schild ist auch scheiße. Und jetzt bin ich wieder gesilenced. Aber ich muss sagen, ich bin in diesem Fall kein Pro. Ich habe das Spiel erst letzte Woche angefangen. Und mir gefällt's. Ist auf jeden Fall viel Taktik dabei, man muss schnell sein. Und man kann sich relativ gut unterhalten und über viel Scheiße dabei reden, wenn man immer noch entspannt zocken kann. Meine Fresse. Das war nicht gut. Ich habe mich auch gleich ein bisschen verkauft an iPads. Man verstärkt sich ja über die Items, die man im Shop kaufen kann. Das Besondere an Aram ist, dass man nur kaufen kann, während man tot ist, beziehungsweise wiedergeboren wurde. Man kann sich hier relativ schlecht regenerieren, weswegen es eigentlich ganz gut ist, dass wir Nami im Team haben, als Heiler. Oh Mann! Ja genau, Caster, hol dir mal die her. Das ist richtig. Ich bin gleich tot. Und alle gleich tot, ey. Wir kriegen keinen Damage auf. Ich muss mich mal ein bisschen hochheilen hier. Ja. Nehmt euch hier immer. Jetzt bin ich tot. Das war auch klar. Erstmal was zum Lebensregenerieren holen, weil irgendwie. Ups. Ich glaube, das hier noch nicht so super. Tja, meine Fähigkeiten sind Monster fressen, was natürlich scheiße ist, weil hier gibt es nicht so viele Monster. Die Monster bzw. Vasallen sind die computergesteuerten Mini-Monster hier, die einfach immer als Support rumlaufen. Dann habe ich Blutrausch, das heißt, ich werde schneller. Und ich kann noch einen anderen mit anstecken, sozusagen. Ein Eisgeschoss, was die Gegner slowt. Und eine Eismova. So, das werdet ihr noch sehen. So, dann habe ich jetzt gerade hier Vayne gebufft, damit sie da wegkommt. Da ist das Ulti von Fiddlesticks. So gefährlich, deswegen müssen wir da weglaufen. Es läuft nicht so. Wir kommen hier nicht raus. Die haben gemacht, die können den Druck aufrechterhalten. Das ist eine scheiß Kombi irgendwie unseres Teams. Der hat mich Viertel angesiedelt. So, wollen wir mal das Ulti machen und ich bin gesilent. Das ist natürlich scheiße. Ja, das ist natürlich kacke, wenn ich mein Ulti nicht durchziehen kann. Das heißt nämlich, dass, ja klar, ich kann ja gesilent werden von zwei Leuten. Das heißt, mein Ulti ist im Grunde für den Arsch. Hier in dieser Gruppe. Dadurch, dass das alles so konzentriert ist, springt das natürlich auch so ultra heftig hin und her von Fiddlesticks. Oben rechts in der Ecke sieht man meine Stats.
und die Gesamtzahl von Toten, das heißt, wir haben zwei gekillt, die haben drei gekillt. Ich bin einmal gestorben und habe noch keinen gekillt und auch keinen dabei assistiert. Nach 8 Minuten ist das eine super Stat, kann man sagen, das geht nicht besser. Genauso gehört sich das. Ich komme da aber nicht ran. Den mal fressen. Das war relativ knapp. Schade, dass der nicht mehr Damage von mir kam. Oh, Bane. Das war wichtig, dass ich den gesilenced habe. Ich bin dann schön auf die Fresse. Das werde ich auch mal auf Smartcast stellen, das heißt. Smartcast bedeutet, man muss nur in die Richtung weisen und muss sich nochmal bestätigen. Also ich misse meine Attacken über Uzi EA aus. DEF habe ich zwei Zusatzsachen zum Schutz. Beziehungsweise um auch aggressiv zu spielen. Auf D habe ich einen kleinen Teleporter. Jo, der hat doch gesessen, das war doch ein schöner Schuss. Und der war auch schön. Da habt ihr mal das Ulti gesehen, so wie es laufen soll. Jetzt noch ein bisschen fressen hier. Habe ich Smartcast da nicht aktiviert? Ne, habe ich nicht. So. Yo. Wollen wir ihn nochmal heilen? Mit 3-1-1 habe ich das Game jetzt gerade mal ein bisschen gedreht für uns. Aber Ryze hat auch gut unterstützt. Hat auch ein paar Kills gemacht, gerade wie ich es gesehen habe. Ah, dieser Silence ist so fies, weil er echt durch jeden geht. Wieder was fressen hier. Und abhauen, abhauen, abhauen. Weil. Ja, in dem darf er nicht drinstehen, aber jetzt ist er low. Habe ich ihn gekriegt? Nee, ne? Ah, fuck. Aber jetzt habe ich ordentlich Geld zum Kaufen. Und dann, was hole ich mir dann? Ich denke, ich hole mir. Ja. Das hier. Abklingzeitsverringerung ist wichtig. Und Fähigkeitsstärke auch. Das macht nämlich mein Eisball stärker und ich kann ihn häufiger werden. Alle 4 Sekunden ist schon mal richtig gut. Dann habe ich noch 300 über. Kann ich mir davon noch was holen? Ne, dafür brauche ich nichts. Und wir haben gerade unseren ersten Turm verloren, was natürlich nicht so schön ist. Ach ja, wir haben immer noch einen zweiten Turm. Immer noch zwei weitere, aber ein Turm weniger ist schon mal wieder scheiße. Das ist immer nicht schön. Nein, nicht in Silence. Oh, und diese scheiß Fliege, die wir da nehmen. So, und? Komm, bist du. Nein! Oh, wo bleibt ihr denn? Ja, toll. Wenn mein Team... Scheiße, ich hätte auch hier mal... Ich hätte ihn noch früher kriegen können. Hätte ich an mein Item gedacht. Na, jetzt habe ich aber Schuhe, jetzt krieg ich sie ganz sicher schneller. Und dann... Wo ist das nächste? Dann kaufe ich mir was mit Fähigkeitsstärke, oder? Leben. Entweder das oder das. Muss ich mal gucken. Je nachdem, wie sich das entwickelt.
so ein bisschen Bildflackern zu finden, oder auch wenn ich hier so eine Störungsspur. Ich hoffe, das sieht man hinter auch mal. Mir gar nicht aufgefallen. Mal schön Schneeball hinterher werfen. Da geht er noch ein. Ja. Das Problem ist, die Türme machen viel Schaden und genau dafür braucht man hier seine kleinen Freunde. Jetzt muss ich hier abhauen. Und da habe ich ihm leider den hier weggenommen. Oh Gott. Ich muss hier weg. Oh, wie kann du? Oh Gott. Mein Güte. So, diesmal fresse ich hier. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte sein Viech fressen. Hau ab da. Da, diese doofe Krähe, ey, die trifft dann ja auch immer wieder. Da kam ich nicht mehr weg. Und die Welle hätte auch gern nach oben gehen können, anstatt da unten einzutreffen. Naja. Wie steht es denn insgesamt? Gucken wir doch mal nach. Ja, Vayne als ADC, das heißt als richtiger Damage-Spieler, macht seine Sache richtig gut. Die Tränke brauchst du nicht, die kannst du verkaufen mittlerweile. Ja, kauf dir doch nochmal mehr. Braucht doch niemand. Beide. Die Mana-Tränke braucht auch keiner mehr, die Lissandra dabei hat. Und Ryze braucht auch keine Mana-Tränke mehr. Wir haben hier genug Mana, der hat einen Mana-Stab. Also ich reg mich ja selten über sowas aus. Auf, aber diesmal. So, diesmal nehme ich dich mit. Ne? Arschloch. Gute Idee, Vayne. Richtig gute Idee. Jetzt habe ich mich nur alleine gebracht. Ne, 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 ne. Da kriegt ihr mich nicht hin. Oh, ich muss hier weg. Sehr schön. Ja, das bringt einem leider überhaupt nichts hier. Das ist der Nu ist halt für normal als Jungler geil. Das heißt, wenn ihr mal eine Normalkarte seht, beziehungsweise ihr kennt das 100%ig, Null solltet ihr eigentlich kennen. Ah, oh, da ist ja gar kein Typ mehr von uns. Scheiße. Naja, Jungler bedeutet, dass man auf der normalen Map neutrale Monster killt. Und Nunu kann die halt fressen, was ja richtig geil ist. So, jetzt haben wir ausgeglichen? Ja, ne? Ja. Geht nur auf den Tank, ne? Genau. Fiddlesticks, der am gefährlichsten ist, wird in Ruhe gelassen. So macht man das. Ne? So, was kaufe ich mir denn jetzt? Ja, den kaufe ich mir gleich, den Stab. Mit dem Stab erhöhe ich meine Fähigkeitsstärke, was wiederum hier, ihr seht das Grüne, mein Eisgeschoss gleich noch mehr baut. Ups, jetzt bin ich hier leider aus dem Geschehen raus. Jetzt macht mein Ding nicht schon über 400 Schaden. So, und jetzt haben wir ein Problem. Denn ein Super Vasalle bedeutet, dass die jetzt einen Gegner kriegen, der richtig Schaden macht.
Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht. Ich hoffe, dass ich das Klicken auch relativ gut ausgefiltert kriege, weil man hier natürlich sehr viel mit der Maus arbeitet. Wenn man sich über das Mausklicken bewegt, Cast anvisiert und so. So, jetzt gucken wir mal nach. Was machen wir denn da? Der ist schon mal down. Den Rest muss ich. So, dann wollen wir erstmal hier den Superwasser einfressen. Das Leben schon wieder fast alle. Das ist relativ gut jetzt hier. Nunu macht dann doch die Super Vasallen relativ schnell fertig. Ach, fuck. Immerhin habe ich ihn noch mitgenommen. Das war leider echt unkoordiniert. Das war nicht gut von mir. So, dafür kann ich mir jetzt meinen Hut holen. Und jetzt macht unser Eisball schon 500 Schaden. Wenn man es überlegt, ich habe relativ viel Leben. Gibt natürlich mehr, aber er hat 1600, dann noch ein Drittel Leben. Sind wir ihn schon auf Hekarim, sollte ich das nicht machen, der hat viel zu viel. Und auf ihn dann die auch nicht, aber auf hier, auf ihn da. Na, na. Komm, zeig dich mal. Ich will dich einzeln haben. Ja, genau. Dafür. Unser Türmer hat ein bisschen Schaden bekommen. Ist nicht so gut. Nein. Ja, das war natürlich unglücklich, dass Fiddlesticks gerade von hinten kam und mich im Ulti gesilenced hat. Aber dafür sind die anderen jetzt alle angefickt und jetzt dürften sie ja nicht mal aufräumen. Mehr. Komm! Nicht weglaufen, Nami! Nicht weglaufen! Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Warum lauft ihr weg? Ja, warum sind sie weggelaufen? Ich hätte mir jetzt als nächstes, was soll ich mit Magieresistenz, ne? Mana-Regeneration brauche ich nicht. Und hier ein bisschen Leben, das ist auch ganz gut. Dann werde ich, halte ich mehr aus. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist es, das ist gerade knapp. Also wenn wir den Tower down haben, dann steht ja wieder Gleichstand. So, da sind sie ja, ne? Fiddlesticks dürfte sein Ultimate wieder dabei haben, ready haben, das heißt, er kann uns ganz schön hart geben, wenn wir aufpassen. Mal kurz heilen. So, ihm mal einen reinwürgen, das ist immer wichtig. Jetzt muss ich gucken, wann kommt der nächste Silence von Fiddle an? Wenn der durch ist, kann ich nämlich reinspringen. Da war er. Mich hat es verängstigt, aber immerhin konnte ich den ein bisschen Schaden machen. So. Und jetzt go. Jetzt müssen wir uns beeilen.
tanke ich gerade mal den Turm hier. Wenn wir den noch kaputt kriegen, mehr ist scheiße. Noch mal ein Ulti gekriegt. Und kriegen wir die Garin noch? Ja, haben wir. Zwar hat Mandy einen Kill gekriegt, aber das ist jetzt gerade egal. So, Viertel ist weg. Das war schon mal wieder wichtig. Schade. War ich zu gierig. Aber das war schon mal ganz gut, weil jetzt haben wir schon fast wieder Gleichstand. Es könnte noch ein sehr langes Spiel werden. Das entscheidet sich gleich mit dem fetten Ass von einem der anderen. Was kaufe ich mir denn jetzt? Ich bin noch gerade unschlüssig. Na, ich habe ja noch nicht so viel Geld. Vielleicht hole ich mir noch ein Item mit Leben, damit ich richtig tankig werde. Oh, wo kam denn jetzt der ganze Schaden her? Scheiße, da habe ich mich umgedreht, um das Ding zu fressen. Man kann ja mal gucken, was mich jetzt gekillt hat. Magischer Schaden, ganz viel magischer Schaden. Das heißt, ich brauche was mit Magieresistenz. Gucken wir nochmal nach. Kann man mal schön gucken. Leben und Magieresistenz ist schön. Ja, holen wir uns das doch. Dann haben wir ja schon ein Item. Als nächstes holen wir uns dann das hier. Das Problem ist jetzt gerade, dass wir fast unseren Turm da verlieren. So. Komm, Viertel, wo warst du? Weg. Thank you.
Scheiße, das war doof. Jetzt sind wir tot. Nein, ich glaube, das war's. Ja, das verdienen wir. Tja, dafür habt ihr jetzt ein schönes Halbstundenspiel gesehen, mit ein bisschen Gerede von mir vorweg. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich sag zu viert, beziehungsweise allein schon zu zweit, das ist noch viel lustiger, wenn man noch ein bisschen so nebenbei reden kann und sich nicht so aufs Spiel konzentriert. Tja, wir sehen uns beim nächsten Mal und damit ist das Spiel vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auf Wiedersehen, euer Frostgrim. Ja, bis dann. Und wir haben verloren.